and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und zwar gibt's heute mal wieder ein 100k Pack Opening, das aus 10 ganz normalen Premium Gold Sets bestehen wird und einem Premium Gold Spieler Set, das am Ende dann des Pack Openings kommen wird. Aber jetzt beginnen wir einfach mal mit dem ersten 750.000 Pack natürlich. Nein, mit dem ersten 7500er Pack. Und ja, noch am Rande will ich erwähnen, dass ich am Ende von diesem Pack Opening ein ganzes Team aus den Packs zusammenstellen werde. Mal schauen, ob uns das gelingt. Let's go! Das erste Pack öffnet sich. Wir überspringen. Und oh, es geht genauso gut weiter, wie es beim letzten Mal aufgehört hat. Das ist wirklich sehr erfreulich, muss man schon mal ganz klar sagen. Ja, die alle zum Verein muss ich, ja. So, das erste Pack war also schon mal nichts und dann geht's jetzt ans zweite Pack. Und oh, Pjanic vom AS Rom, genau, den hatte ich in meinem anderen Team auch schon, glaube ich. Ja, denke ich schon, okay, das war jetzt mal gar nicht so schlecht. Oh, und 2000 Münzen. Die sammeln wir natürlich gerne ein und gehen zurück zum Shop. Und zwar gibt es jetzt Pack Nummer 3. Den überspringen wir wieder und wir haben Trash und Ibora. Naja, immerhin sind sie jetzt mal seltene Spieler. Das finde ich dann schon mal in Ordnung. Jetzt, wenn noch die Werte etwas besser wären, dann wäre ich durchaus zufrieden. Aber so gehen wir weiter zum nächsten Pack und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, bei wie vielen wir sind. Ich glaube beim vierten. Und wir haben Ibabo! Ja, Ibabo, yes! Jawohl. Der Rest vom Pack ist natürlich wieder nicht so gut, aber Ibabo, das ist schon mal ein guter Anfang. Der ist, glaube ich, etwas wert. Vielleicht auch nicht allzu viel, aber es ist immerhin etwas. Und wir gehen weiter zum nächsten Pack. Ich bin jetzt voller Vorfreude. Und jetzt haben wir gar keinen seltenen Spieler. Ibisevic haben wir. Der am Wochenende auch wieder übelst abging im Spiel gegen die Bayern. Ne, nichts gegen den, aber der ist zurzeit leider nicht so gut in Form. Ja, der Rest vom Pack ist wieder so Standardkram und deshalb kommt es wieder zum Verein. Dann öffnen wir unser nächstes Pack. Und überspringen und haben leider wieder gar keine seltenen Spieler, außer 1000 Münzen, die wohl noch am meisten wert sind in dem Pack, neben Luis van Gaal. Auch immer. Ja, 1000 Münzen. Da freue ich mich auch wieder drüber, die sammeln wir gleich ein. Gehen zurück zum Shop und öffnen das nächste Pack mit Alaba auf dem Cover. Überspringen wie immer und haben wieder keinen seltenen Spieler. Ich glaube, ihr denkt sich, jetzt reicht's dem schon, der hat jetzt Ibabo. Mehr braucht er nicht. Naismith haben wir hier noch und De Michelis mit 36 Tempo. Unglaublich, wie schnell der ist. Und dann geht's zum nächsten Pack. Hoffentlich ist auch Eden Hazard drin, wenn er schon auf dem KW ist. Wir überspringen und sehen, dass es wieder zu keinem seltenen Goldspieler gereicht hat. Wir haben sogar einen Silberspieler, der selten ist. Das ist ja wirklich unglaublich. Vielen Dank, ihr seid so großzügig, dass es ganz aus ist. Ansonsten gibt es hier in dem Pack wieder nicht allzu viel. Und wir gehen weiter zum nächsten Pack mit Alaba auf dem Cover. Und warten diesmal sogar vielleicht etwas länger und es ist wieder kein seltener Goldspieler jetzt. Jetzt ist aber irgendwie der Wurm drin. Oh mein Gott. Zwei seltene Stadien. Ist das euer Ernst? Nein. Kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Oh mein Gott. Muss ich mal rechnen. Ja, ich glaube, MPEG geht schon noch. So. Und Varan, jawohl, endlich mal wieder etwas Besseres. Und Shaw von Manchester United 82 Tempo, das ist ganz
gut für einen Linksverteidiger, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt ist unsere Verteidigung auf jeden Fall ganz gut bestückt. Mit diesem einen Pack alleine schon. Das ist erstaunlich und erfreulich schön zu sehen. Geht natürlich wieder alles zum Verein. Und dann kommt es jetzt zum letzten Pack. Und da sind jetzt nur Spieler drin. Und zwar 10 goldene und 3 seltene. Und wir überspringen und wir haben nichts. Yay. Oh Mann, oh Mann. Wir haben einen Torwart und Traoré. Als linken Mittelfeldspieler mit 88 Tempo. Der ist dann eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und zwar, okay, Cambiasso können wir abstoßen. Und dann können wir jetzt mal unser Team hier aufbauen. Mal schauen, was wir so im Pack Opening alles gezogen haben. Mir geht es jetzt hier auch gar nicht so auf Chemie oder so. Wir bauen einfach die besten Spieler ein, die wir erhalten haben. Da haben wir natürlich Traoré, aber da tascht dann die mal. Dann ist doch etwas besser vielleicht. Das zentrale Mittelfeld haben wir Pjanic. Und Kuka. Da guck an. Ha, 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 ha. Ja. Okay. Das Linksverteidiger, wen haben wir denn da? Ah, da haben wir den Shaw, okay. Dann hier in der Innenverteidigung haben wir auf jeden Fall Varane und okay, Lovren, den habe ich gar nicht so aktiv mitbekommen, damit wir das für den gezogen haben, aber mir soll es ja recht sein. Dann vertausche ich die auch noch mal kurz wegen der gleichen Liga. Rechtsverteidiger, wen haben wir denn da? Da haben wir Trash vom VfL Wolfsburg, okay. Und als Torwart dann noch Agassa. Genau. Als Stürmer hätten wir auch noch Ibarbo, glaube ich. Soweit ich weiß. Genau. Oh, den haben wir als rechts vorne. Ernsthaft? Ist mir. Seit wann ist. Ibarbo ist doch immer Stürmer gewesen, oder? Okay. Naja, jedenfalls ist das unser Team. Ich bin allgemein recht zufrieden im Gegensatz zum letzten Mal. Könnte natürlich auch noch etwas besser werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Drückt einfach auf den Abonnieren-Button, dann ist alles in Ordnung. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wünsche euch noch einen schönen Abend und tschüss.